Hallo Camping- und Outdoor-Freunde. Schaut mal, ein weiterer Fahrradwohnwagen hat das Licht der Welt erblickt. Und wer hat ihn gebaut? Hier ist er. Hi, ich grüße dich. Ja, der Matthias hat ihn gebaut, würde ich sagen. Stell dich doch mal kurz vor. Ja, genau. Mein Name habe ich jetzt schon gesagt. Ich bin der Matthias und ich wohne aktuell noch in Leipzig, muss man sagen. Warum noch? Weil ich eine kleine Tour habe mit meinem Fahrradwohnwagen. Eigentlich ist es gar nicht ein Fahrradwohnwagen, sondern eigentlich ist es eher ein Fahrradschlafwagen. Aber ich kann ja gleich noch mal ein bisschen was dazu sagen. Ja, was arbeitest du? Wie lange schon? Ich bin Ergotherapeut und Heilpraktiker für Psychotherapie. Und ich arbeite jetzt hier in Leipzig in einem Wohnheim für chronisch psychisch kranke Menschen schon 11 Jahre. Und mit psychisch kranken Menschen macht es viel Spaß zu arbeiten, aber nach 11 Jahren habe ich mir gedacht, ich mache mal eine kleine Pause und baue mir mal so einen Fahrradwohnwagen und gehe damit auf die Reise. Und zwar durch Europa, ne? Das ist der Plan. Ja, ich hoffe, das klappt. Ich auch. So, jetzt stellen wir mal dein Schmuckstück vor. Erstmal grundsätzlich aufbauen, so wie du das gebaut hast, welche Materialien, Gewicht, Größe. Das wollen wir alles wissen. Das wollt ihr alles wissen? No? Okay, ja, wie das so zustande gekommen ist. Ich habe natürlich angefangen, mir erstmal so die Videos vom René Kreher anzugucken. Das war bei mir so der Klassiker. Der hat mich einfach ein bisschen inspiriert, muss ich sagen. Und deswegen ist der Aufbau meines Fahrradschlafwagens, jetzt habe ich es vorhin nochmal falsch gesagt, also Fahrradschlafwagens, ist so ein typischer Kreher-Aufbau. Ne? Ich habe ein Aluminiumgestell reingebaut. Ich habe hier oben auch Aluminiumprofile. Und das hier oben und an den Seiten sind einfach die Hohlkammerplatten, die man halt von den Gewächshäusern so kennt. Auch eine Folie drüber gezogen und innen drin ein bisschen gedämmt, unten auch gedämmt und Filz habe ich noch reingezogen. Das ist es ja im Groben schon, ne? Ja, aber die Bauform weicht vom Kreheraufbau ab. Ja, das wollte ich auch ein bisschen so machen. Ich wollte auf jeden Fall was Eigenes machen. Das macht mir immer sehr viel Spaß. Ne? Wenn ich eigene Projekte mache, dann muss es irgendwie was Eigenes sein. Und ich wollte nicht diese typische Form haben, ja, die jetzt viele nachbauen, sondern ich hatte einfach Spaß an so einer Rundung, die ich mir hier reingebaut habe. Da habe ich mir aus Holz noch was ausgesägt und habe dann hier aus Holz die Form gemacht. Und dann konnte ich hier schön diese Hohlkammerplatte konnte ich da drüber ziehen. Ja, und was mir auch auffällt, das ist auch nicht kreotypisch. Deine Räder sind außen. Ja, die Räder sind außen, aber ich glaube, das liegt eher daran, dass ich ein bisschen Platz brauche zum Schlafen, weil die Schlafkiste, die ich mir hier gebaut habe, die hat nämlich gerade mal eine Maximalbreite von 60 cm. Und da kommst du klar damit, 60 cm, ja? Ich komme klar. Also man muss sich ein bisschen umgewöhnen, ja, man muss halt immer so sich auf der Stelle umdrehen, aber wenn man einmal die Technik raus hat, ein paar Stunden drin schlafen, läuft ja. 1A, würde ich sagen. Wie groß bist du? Ich bin 1,70. Und wie lang ist dein Anhänger? Ich glaube, ich habe ihn so auf 1,75 gebaut, aber mit der Dämmung muss man ein bisschen was abziehen und ich komme so, glaube ich, auf 1,72. Also man merkt es schon manchmal am Kopf und an den Füßen. Ja, setz dich doch mal rein. Ja, sitzen kann man hier sehr schön. Ich habe mir hinten auch noch mal extra eine Metallstrebe reingemacht, dass ich mich auch mal anlehnen kann. So habe ich mein schönes Sonnendach hier oben und kann auch einfach mal bequem drin sitzen. Ja, das hat einen riesen Vorteil, das Dach, wenn man etwas regengeschützt ist, ne? Wenn es mal ein bisschen vor sich hin regnet. Auf jeden Fall. Ja, und kannst du dich auch reinlegen jetzt, Jörg? Kann mich jetzt nicht ganz reinlegen, weil hier vorne habe ich nämlich die Matratzen gerade drin. Ach so, sieht das aus. Im Fahrzustand wurde das zusammengeklappt, ne? Genau, ich habe das einfach, eine Schaumstoffmatratze habe ich hier genommen, die ist 5 cm dick. Ich habe die zweimal durchgeschnitten, dann habe ich halt 3 Teile. Und das kann ich dann während der Fahrt einfach nach vorne schieben. Aber du könntest sie doch mal ausklappen, damit wir das sehen können, wie das im Schlafzustand aussieht. Das kann ich nachher machen. Also hier ist es echt eng drin, muss ich mal sagen. Aber gemütlich. Aber du hast hier dir viele Ideen umgesetzt, ne? Auf jeden Fall. Also ich habe mir gedacht, wenn die Kiste schon so klein ist, ja, da kann ich gleich noch was zu sagen. Also ich brauche ja auf jeden Fall, wenn ich eine Europa-Tour mache, ich löse ja auch meine Wohnung auf. Das heißt, das ist dann mein Zuhause für 1 bis 2 Jahre. Habe ich gedacht, ich brauche auf jeden Fall ein bisschen Stauraum. Ne? Da habe ich mir oben ein bisschen Stauraum geschaffen und das hat mir nicht gereicht. Und da habe ich hinten noch einen Stauraum reingebaut. Hier noch ein kleines Regal, dass ich also schnell, wenn ich irgendwo anhalte, schnell mal ein paar Sachen schon mal da rein legen kann. Und dann habe ich schnell Platz in dem Camper. Und das, was du hier oben schon gerade mal kurz in die Hand genommen hast, das hier, das kann man rausnehmen. Das mache ich jetzt nicht, weil es ein bisschen zu eng ist. Und dann kann ich das hier unten noch reinbauen. Ich habe mir hier noch, wenn du das mal filmen kannst, hier vorne, da sind noch so Haken und Ösen drin. Und dann habe ich sogar noch einen kleinen Tisch. Das kann ich hier vor die Fenster machen. Ja? Also wenn ich hier das zuklappe, vielleicht kannst du das eben filmen. Ja, zeig mal gleich mal hier. Genau, dann kann ich das hier oben reinhängen. Und dann ist es abgedunkelt. Cool. Falls man mal wieder so einen hellen Vollmond hat, wie wir das heute Nacht hatten. Ja, du bist auf jeden Fall sehr ideenreich. Luftpumpe hier, Lampe. Wärmflasche, ne? Kannst auch alles Mögliche dranhängen, ne? Ja, da kann ich auch was dranhängen. 2 Lüfter hast du eingebaut. Ja, habe ich mal einfach gemacht. Batterie ist da hinten. Genau, Batterie ist für die kleine Rundrumbeleuchtung, die ich habe. Ich habe ja hinten und vorne habe ich ja Licht dran und noch ein paar Seitenstrahler, genau. Wird die geladen direkt? Nee, also dafür muss ich eine Powerbank anschließen und lade das über Netzteil.
Okay, haben wir noch was vergessen jetzt hier? Ich glaube hier drin nicht, ist ja ein bisschen übersichtlich, ne? Ja, und die Sachen räumst du ja, also die Kisten, zeig mal gleich, die stehen dann während der Fahrt hier drin. Ja, genau. Welche Kisten meine ich? Zeig mal. Das nimmst du ja alles so standardmäßig mit, ne? Ja, genau. Also ich habe davon jetzt nur eine Kiste diesmal, weil wir ja nicht so eine lange Tour machen. Aber wenn ich dann auf Europa-Tour bin, habe ich zwei Kisten davon. Die kommen dann einfach da rein und die kann man aber auch schnell wieder rausräumen und stellt die einfach hier neben. Ich habe hier noch so einen Regenschutz drüber gesetzt. Und wenn der optimal steht, der Wagen, kann ich sogar noch eine Kiste unter den Wagen stellen. Ja, habe ich auch lange überlegt, ja. Habe ich mir gedacht, was mache ich denn da für Stützen dran? Ich habe ja unzählige YouTube-Videos mir vorher angeguckt und ich fand alles irgendwie für mich persönlich nicht so passend. Und da habe ich mich hierfür entschieden, weil mir waren die Schnellspanner sehr wichtig. Die haben zwar einen recht großen Durchmesser, aber die wiegen trotzdem nicht so viel. Und das mit diesem Schnellspannsystem ist halt super praktisch, ja. Einmal kurz gelöst, Stütze raus oder Stütze hochgefahren. Fand ich jetzt für mich am schönsten. Also ich weiß nicht, optisch ist es vielleicht jetzt nicht so der Kracher, aber ja, vom Gewicht, weißt du, wie schwer das ist? Müsste ich jetzt nochmal nachmessen, nachrechnen. Das habe ich im Internet bestellt, diese Schnellspannsysteme, die sind eigentlich für Traversen, ja. Wenn du einen Traversenbau hast, da kann man die Rohre damit zusammenspannen sozusagen. Müsste ich aber nochmal nachgucken, weiß ich jetzt gerade nicht, wo ich die gekauft habe. Und wir waren gerade beim Gewicht insgesamt. Wie viel wiegt dein Anhänger, weißt du das? Der Anhänger wiegt leer mit dieser kleinen Solarplatte oben drauf und der kompletten Dämmung, so wie er hier steht, wiegt ja 40 Kilo. 40, okay. 40. Ist ja echt überschaubar. Genau. Was hast du für Dämmung reingemacht? Da sind so Neodur-Platten, heißen die, glaube ich. Also kein Styropor, dann... Styrodur? Bisschen, ja, ja. Styrodur? Oder kann auch Styrodur sind die so festes sein. Styropor, ne? Ja, es ist relativ Styrodur, fest. Styrodur, ja. Ja? Und ja, soll ganz gut dämmen und dämmt auch ganz gut. Ich habe das mal ausgetestet. Ich habe jetzt meine erste Testfahrt habe ich schon letztes Jahr im Dezember gemacht. Das war sehr gut. Bei nachts minus 5 Grad habe ich das ausprobiert. Und wenn ich dann innen drin sitze, mache ich einmal kurz meinen Gaskocher an und habe noch so einen Heizaufsatz drauf. Den mache ich so ungefähr 10 Minuten an. Heizt das auf 20 Grad hoch, die Kiste. Und ja, dann habe ich 20 Grad, wie gesagt, erreicht. Und dann baut sich das aber auch nach und nach ab. Das heißt, so 2 Stunden habe ich dann noch ja, ein schönes warmes Zuhause. Immerhin. Und überlebt hast du es auch? Habe ich auch, ja. Ich habe natürlich auch ein CO2-Messgerät drin gehabt. Und das hat gar nicht ausgeschlagen. Ich hatte keine Kopfschmerzen. Also wenn man das mal 10 Minuten laufen lässt, das war überhaupt kein Problem. Kohlenmonoxid ist wichtiger. Das musst du messen. Das war's, ne? Ja, CO2 ist auch wichtig, aber ja. Kohlenmonoxid ist tödlich. CO2 ja, kriegst du erstmal Kopfschmerzen. War, das war's auch. Habe ich jetzt verwechselt. Macht nichts. Was hast du denn hier Feines? Ja, das ist mein Kofferraum. Ich muss ja ein bisschen was mitnehmen, wenn das mein Zuhause ist. Zip, mein kleiner Kofferraum. Und da kann ich mal hier kurz, das ist dieser Heizaufsatz. Ne? Da ist nochmal hier ein kleiner Trichter. Wofür der da ist, kann ich gleich nochmal sagen. Und man sieht, hier hinten ist noch, soll ich es kurz rausholen? Oder ich sehe es, das ist sowas wie eine Wechsel. Nee, da ist noch eine kleine Powerbank drin, die mich dann hier mit der Solarplatte anschließen kann. Ach so. Hier habe ich noch was entdeckt, was ist das? Ja, das ist ein kleiner Gimmick, den ich mir hier mal reingebaut habe, beziehungsweise ausprobiert habe. Ich habe ja in vielen YouTube-Videos schon gesehen, dass so, sag ich mal, Fahrradwohnwagen, Heizungen werden ja mal heiß diskutiert, ja. Und ich wusste nicht, ob es funktioniert. Ich wollte gucken, ob man kostengünstig eine Heizung reinbauen kann. Und da bin ich auf eine Idee gekommen, einfach einen Gartenschlauch in den Fußboden meines Schlafwagens zu legen. Das heißt, ich habe hier einfach einen Gartenschlauch genommen und der ist hier in Schlaufen, eigentlich wie man das von der normalen Fußbodenheizung kennt, ja, ist hier in Schlaufen verlegt hier drin. Und dann macht man hier einen kleinen Trichter drauf und kocht sich ungefähr 1,5 Liter Wasser auf, füllt das hier ein und dann hat man einen warmen Hintern. Hat es funktioniert in der Praxis? Ja, also ich muss sagen, es hat tatsächlich, oder es funktioniert für ungefähr 1/2 Stunde. Also es ist immer ganz cool, wenn man in der Kälte unterwegs ist und man kocht sich Wasser auf, kann man sich erstmal reinsetzen, sich ein bisschen aufwärmen. Aber wenn man das jetzt länger betreiben möchte, dann müsste man schon eine 12-Volt-Pumpe hier oben drauf setzen. Man müsste vielleicht so einen Wärmetauscher machen, man müsste gucken, dass man einen Behälter hat, wo man vielleicht eine Gasflamme drunter hat. Also das könnte man, glaube ich, schon ein bisschen weiterentwickeln. Brauche ich, glaube ich, erstmal nicht, weil Europa-Tour, wenn ich in Spanien unterwegs bin, brauche ich hoffentlich die Heizung nicht so oft. Aber ich fand das ganz witzig und wie gesagt, vom Gewicht zum Gartenschlauch wiege ich dann in der Länge ungefähr 1 Kilo. Ich habe das einfach mal ausprobiert und dann ist mir noch aufgefallen, wenn ich es nicht als Heizung benutze, habe ich immer noch einen Wasserspender sozusagen. Ne? Ich habe hier immer noch ein Wasservolumen von ungefähr 1,5 Liter drin. Und wenn ich mal irgendwo nicht an einem Fluss schlafe, könnte ich mir unten immer noch ein bisschen was abzapfen. Also der Ausgang ist hier unten. Ist das. Ach ja, das wäre meine nächste Frage. Wie kommt das Wasser wieder raus? Genau, da ist das Ablassventil unten dran. Und dann hätte ich zum Beispiel ja, noch ein bisschen extra Wasser, um mich ein bisschen zu waschen. Das muss ja auch mal sein, ne? Auf so einer Reise.
Ja, cool wäre, wenn du die Spirale vielleicht noch oben auf dem Dach hättest, dann könnte sich das Ganze erwärmen. Das wäre noch besser, ne? Ja. Dann hätte man schönes warmes Wasser zum Duschen. Allgemein hast du ja jetzt hier die, wie sagt man dazu, die Last oben. Ja. Und dadurch hast du ja wahrscheinlich, denke ich mal, wenn der Schwerpunkt oben ist, nicht so ein gutes Fahrverhalten, wie wenn der Schwerpunkt unten wäre. Hast du da schon irgendwie Erfahrung sammeln können? Also vom Fahrverhalten her merke ich nicht so viel, aber ich habe es ein bisschen vom Gewicht her ausgeglichen. Kann ich dir mal kurz zeigen? Weil der kippt ja sonst nach hinten, wie du es gerade auch richtig beschrieben hast, ne? Wenn man da jetzt noch Gewicht reinmacht und so weiter. Allgemein, auch wenn du in die Kurve fährst, ist ja, die Kippgefahr größer, wenn oben das Gewicht ist. Ne? Ja, also bis jetzt muss ich wirklich sagen, wahrscheinlich weil die Reifen auch hier außen sind, ich habe bis jetzt nicht das Gefühl, dass der mir irgendwie hin und her wackelt. Also vom Fahrgefühl her bin ich so auf dem Asphalt auch sehr zufrieden. Ich kann dir das bestätigen, ich bin gestern hinterhergefahren, über 10 Kilometer und es sah eigentlich ziemlich ordentlich aus. Das ist, ne? Relativ stabil. Ja. Ne? Ja. Auf jeden Fall nehme ich noch 2 Solarplatten mit, 2 mobile. Die eine habe ich jetzt nicht mit, weil wir halt nur auf einer kleinen Tour gerade sind. Und ich habe noch eine größere und die hatte ich immer da vorne drin. Und das hat mich immer so genervt, ja. Dann musste ich die immer rausziehen und bis ich die Matratze aufbauen konnte. Und dann habe ich mir einfach hier Haken drunter gemacht und einfach hängen die hier mit diesen Karabinerhaken, hängt die einfach fest. Das ist eine wunderbare Sache. Wenn ich sie dann brauche, die Solarplatte, einfach aushängen und kann sie aufstellen, wo ich möchte. Und ich habe noch ein schönes Gegengewicht hier unten und ist gut austariert, das Gewicht. Deichsel, hast du eine Standard-Deichsel mit Weberanschluss und so? Genau. Gewählt. Eine Weber-Deichsel hier gewählt. Du hast jetzt noch keinen YouTube-Kanal. Ich habe noch keinen YouTube-Kanal, beziehungsweise da sind noch keine Videos drauf. Ja. Es gibt ihn schon, aber es gibt erstmal eine Webseite von mir, wenn ich die sagen darf, vielleicht. Du darfst sie auf jeden Fall sagen. Aber ich glaube, die steht hinten auf dem Anhänger, ne? Die steht auch hinten drauf, genau. Kannst und dein YouTube-Kanal, ich werde den trotzdem mal verlinken, ja. Weil du willst ja bei der Tour willst du auf jeden Fall dann auch Videos reinstellen, ne? Auf jeden Fall. Also die Tour startet ja dieses Jahr so im Juni, möchte ich losfahren. Und dann werden auch sicherlich nach und nach die ersten Videos auf dem Kanal erscheinen. Ja? Und meine Webseite, die heißt www.therapeutontour.de. Alles bitte mit einem Minus dazwischen und da könnt ihr schon mal auf meine Webseite schauen. Und bei Instagram bin ich auch unter Therapeut on Tour zu finden und bei YouTube natürlich dann auch. Hast du schon einen Abonnent? Einen. Habe ich dich schon abonniert? Ich weiß nicht. Nee, ich glaube, ich habe noch keinen. Bei Instagram habe ich dich abonniert, aber ich will der Erste sein. Ich werde das schon mal abonnieren, bevor ihr abonnieren könnt. Ja. Weil ich will die Tour unbedingt verfolgen und wenn man von Anfang an dabei ist, ist es umso spannender, als wenn man irgendwann mittendrin einsteigt und vielleicht rückwirkend die Videos schauen muss. Auf jeden Fall. Ja. Also er macht mit Sicherheit gute Videos, kann ich mir gut vorstellen. Aber du machst ja wahrscheinlich dann auch in zwei Richtungen Videos, ne? Therapeut. Ja, also für mich steht ja nicht unbedingt jetzt diese Fahrradschlafwagen- oder Fahrradwohnwagen-Geschichte im Vordergrund. Da gibt es ja schon tolle Leute, die das machen. Der Jörg zum Beispiel hier, mit dem ich ja heute unterwegs bin. Und wie gesagt, meine Seite heißt Therapeut on Tour. Und ich möchte natürlich gerne das Wissen, was ich mir über die vielen Jahre angeeignet habe, auch gerne so ein bisschen rausgeben in die Welt und einfach ein paar Videos übers Therapieren machen, ja. Aber du verbindest das trotzdem mit Fahrradwohnwagen irgendwie, ne? Ich werde das mit dem Fahrradwohnwagen auf jeden Fall verbinden, weil die Videos werden natürlich hier raus entstehen, ne? Ja, ich bin echt gespannt, wie du das dann die Praxis umsetzt. Ich kann es mir momentan noch nicht so richtig vorstellen, wenn du dann unterwegs bist. Aber genau das mag ich an Menschen, die so verrückt sind, einfach mal sagen, 2 Jahre raus und ich guck mal, was passiert. Genau, ich habe da noch einen Stuhl drin, noch einen Tisch drin. Ich werde einen Laptop mitnehmen und ein Mikrofon habe ich dabei und ja, ich werde sogar noch eine Person mitnehmen, habe ich dir noch gar nicht erzählt. Nee, ich dachte, du bist ja alleinstehend momentan und deswegen geht das ja überhaupt erst. Also es wird auf jeden Fall noch die Lea mit dabei sein und wer wissen möchte, wer die Lea ist, der kann ja gerne schon mal auf meine Webseite gucken, da ist sie nämlich zu sehen. Und wer ist Lea? Ich möchte es jetzt schon wissen. Lea ist eine Expertin für alles. Matthias wird sich jetzt hier mal reinlegen. Aber Schuhe ausziehen, ne? Das ist ganz wichtig. Genau. Also tagsüber kann ich halt wunderbar so hier drin bleiben, das reicht für meine Größe. Ich könnte mir jetzt das Brett noch nehmen, ne? Und das hier draufsetzen, dann könnte ich hier mit dem Laptop arbeiten oder irgendwas machen. Also ich fühle mich hier wunderbar wohl, sitzt man schön drin, ist sehr gemütlich, finde ich sehr entspannt. Und wenn ich jetzt hier drin schlafe, sieht das dann so aus. Nehme ein schönes Kissen. Und die 60 cm werden ja noch eingeschränkt durch das Fach daneben, ne? Durch welches Fach? Neben dir, hast du noch so ein Netz. Achso, du meinst das hier? Ja, das stört nicht so. Das ist genau der Schulterbereich. Genau, aber ansonsten passe ich hier wunderbar rein. Und du bist ja nicht du bist ja nicht dick, aber du bist ja kräftig gebaut. Muskulös meine ich. Genau, aber trotzdem. Trotz Muskeln. Ja, ich kann ja auch zur Not, kann ich auch mal die Tür auflassen. Ne? Kann ich ja weil der Arm hängt jetzt noch raus, sehe ich genau. Ja, aber wie gesagt, das ist einfach. Passt trotzdem. Wunderbar. Also ich kann hier echt gut drin schlafen. Also das können, glaube ich, nicht viele. Aber das ist perfekt. Ja, prima. Aber wie gesagt, ich kann hier schlafen, auch hier auf der Seite, auf dem Bauch. So sieht das nachts aus.
wenn du schläfst. Wenn die Tür zu ist, dann weiß jetzt jeder, wie ich schlafe. Ja. Gute Nacht. Gute Nacht. Tür zu. Mach zu. Schaut, man kann von außen kaum reingucken, wenn er drinnen liegt. Hat ja bloß diese zwei Guckfenster. Und hier oben hat er noch die Folie weggelassen, damit Licht reinkommt. Ist auch eine gute Idee. Ich wollte ihn halt eben auch so klein wie möglich bauen, wenn man in Europa unterwegs ist, ja, dass man auch mal irgendwo unbemerkt im Wald schlafen kann. Das war mir schon wichtig. Und hier kommen dann wahrscheinlich ganz viele Fahnen dran. Ich hoffe, ne? Bis jetzt erstmal nur in Deutschland gewesen und da sollen gerne noch mehr Aufkleber drauf. Die Ösen, für was hast du die hier hingebaut? Die Ösen sind dafür da, haben mehrere Zwecke. Zum Beispiel kann ich den hier auch mal nehmen und damit transportieren, wenn ich ihn ausrichten will, ja, irgendwo anders umstellen möchte. Und ich habe mir noch hier so eine wasserdichte Tasche gekauft. Da wird vielleicht eventuell die Lea auch mal reinkommen, damit ich die transportieren kann. Und dann hänge ich hier vorne noch so eine Tasche drauf. Hier hinten hast du noch ein paar Griffe demontiert. Genau, die Griffe habe ich mir mal für den Notfall reingemacht, weil, wie ihr vielleicht gesehen habt, bin ich jetzt nicht so technisch versiert, dass ich mir da so eine Auflaufbremse drauf machen kann. Und ich habe mir gedacht, wenn ich da in Spanien unterwegs bin oder mal ein Gebirge vor mir habe und es wirklich mal irgendwo zu steil ist oder eine Schotterpiste ist, dann kann ich vielleicht immer noch das Fahrrad abkoppeln und kann dann vielleicht noch mal ein paar Meter zu Fuß gehen und den auf jeden Fall irgendwie noch mal bewegen. Ja, Freunde, wenn euch das gefallen hat, was der Matthias hier gebaut hat, ihr wisst Bescheid. Like das Video, abonniert meinen Kanal, abonniert seinen Kanal, auch wenn noch keine Videos da sind. Aber ich denke, es wird sehr spannend. Ja, und danke fürs Zuschauen. Ciao, bis zum nächsten Mal. Sagt euer Jörg und der Matthias. Ich freue mich auf euch. Tschüss.